Ja, hallo und willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute hier 13.30 Uhr bei uns im Kundencenter an der Allee 2 in Heilbronn. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen Gast haben, über den wir zur nahenden Eishockeysaison einiges erfahren können und vor allen Dingen auch, was die Ziele der Heilbronner Falken sind. Herzlich willkommen, Christoph Schubert. Hallo, servus. Schön, dass ich Zeit nehme. Und wie immer natürlich haben wir auch Sie gefragt, welche Fragen Sie an unseren Gast haben. Und unter den eingeblendeten Adressen können Sie immer Ihre Anregungen auch an uns weiterleiten. Und dieses Gespräch gibt es natürlich auch wieder als Podcast unter der eingeblendeten Adresse. Deswegen begrüßen wir natürlich auch alle diejenigen, die per Podcast dann dieses Gespräch noch einmal anhören. Ja, Sie sind der Co-Trainer der Falken, aber Co-Trainer, das klingt ja noch gar nicht so spektakulär. Wir müssen natürlich all denjenigen auch ein bisschen was erklären, die nicht so die großen Eishockey-Insider sind. Sie waren deutscher Nationalspieler, 70 Länderspiele, Sie waren NHL-Spieler, also das ist ja das Größte, was man als Eishockeyspieler erreichen kann, mit 315 Matches und in der höchsten deutschen Spielklasse auch mehr als 370 Spiele. Jetzt sind Sie Co-Trainer in Heilbronn seit 21. Wie kam es dazu, dass Sie nach Heilbronn kamen? Das war vor gefühlt eineinhalb Jahren. Habe ich einfach mal einige Vereine angeschrieben, antelefoniert, gefragt, wie es bei denen ausschaut, ob sie einen Trainer, Co-Trainer suchen. Und war dann mit einigen Mannschaften auch in Kontakt. Und damals war noch der Stefan Rapp da, mit dem habe ich dann telefoniert. Und dann war das eigentlich innerhalb von zwei Wochen eigentlich alles irgendwie geregelt. Und deswegen bin ich hier gelandet. Was macht denn eigentlich so ein Co-Trainer konkret? Ja, was macht er nicht? Das ist die Frage. Nein, für was bin ich da? Ich bin natürlich, bei uns ist halt so aufgeteilt, ich bin eher für die Verteidigung zuständig. Schau, dass wir da eben stabil hinten sind. Aber man mischt sich trotzdem genauso ins Geschehen, was vorne einem passiert. Das ist die Erfahrung, was man einfach hat, versucht man einfach weiterzugeben. Na, es gibt ja dann die sogenannten Special Teams, Überzahl, Unterzahl. Da bin ich dann auch eher für das Unterzahlspiel zuständig. Also das sind jetzt mal die offiziellen, sagen wir mal, Aufgaben, die ich vertreten. Jetzt müssen wir unseren Zuschauern auch noch ein bisschen was erklären. Vielleicht ist es auch ein Wesenszug, der Sie als Spieler, eventuell auch als Trainer auszeichnet, als Sie nach Amerika gegangen sind. Zunächst mussten Sie in Farmteams, also das ist eben dann die zweite Vertretung, spielen und haben sich dann aber doch hochgekämpft in die NHL. Sind Sie so ein Kämpfertyp, der auch nicht aufgibt? Ja, kann man wirklich so sagen. Also als ich dann mit 20 eben nach Nordamerika gegangen bin, war es schon nicht einfach. Ich versuche das immer auch so ein bisschen auch unseren Jungen zu erklären. Damals ist gerade das Internet rausgekommen, da gab es noch keine Handys, da bist du einfach wirklich auf dich alleine gestellt. Und ich bin ehrlich, damals war mein Englisch wirklich Katastrophe. Also du bist wirklich ins kalte Wasser geschmissen worden, hast dich halt dann eben versucht, irgendwie durchzukämpfen. Und die ersten zwei Jahre waren auch wirklich nicht leicht für mich, die ganze Umstellung, der Lebensstil da drüben, wie auch immer. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe gesagt, ich bin jetzt da, ich habe den Vertrag unterschrieben, ich gehe jetzt hier nicht raus und ich will Spaß haben. Und dann, wie Sie gerade gesagt haben, habe ich es ja dann doch geschafft. Also hat sich dann die ganzen Mühen doch gelohnt. Inklusive Stanley Cup-Finale und also viele Erfolge auch als Nationalspieler dementsprechend. Interessant fand ich es auch, als Sie wieder zurückgekommen sind und Stippvisite in Schweden und dann in Hamburg Eishockey gespielt haben. Auch da wieder dieses Kämpferische, als dann zu Ende ging mit Hamburg, wollten Sie, dass es irgendwie weitergeht, haben Geld gesammelt, hat aber nicht ganz gereicht. Das haben Sie immer so ein bisschen als Ihre heftigste Niederlage bezeichnet. War es auch. Also die Zeit damals bei den Freezers, als das zu Ende gegangen ist, die war schon sehr hart. Auch die ganze, wie wir es erfahren haben, also wir Spieler, damals war ich ja noch Spieler, ich habe es über eine Internetseite erfahren. Also man hat, das war einfach so der Schlag ins Gesicht, was eben damals passiert ist. Und bin halt dann eben auch in die Geschäftsstelle gefahren, habe mich dann mit denen hingesetzt, habe gefragt, was Sache ist. Die waren selbst alle überrascht, aber die haben gefragt, wie viel Prozent Chance gibt es noch? Die haben gesagt, 1%, und das habe ich angegangen. Da habe ich gesagt, gut, das ist nicht null. Ich probiere alles, und dass das dann natürlich so eine Welle nimmt, das hat natürlich auch keiner gewusst am Anfang, aber nee, das war diese 6-7 Tage, was wir da hatten, die waren absoluter Wahnsinn. Auch meine ganzen Freunde, Bekannten, meine Frau, die haben alle nicht geschlafen, und
Ja, es hat nicht gereicht. Wir haben wirklich vieles geschafft in diesen 6 Tagen, aber es hat nicht sollen sein. Jetzt haben Sie gerade Ihre Frau, Ihre Familie angesprochen. Ist ja natürlich auch eine herausfordernde Situation. Wohnt in Kiel. Wie machen Sie das dann? Pendeln Sie dann? Wie kriegen Sie das vereinbart miteinander? Ja, es ist schon schwer. Mein Sohn und meine Frau sind weiterhin in Kiel, weil der kleine Mann jetzt auch in der Schule ist, in der 4. Klasse. Deswegen war es ein bisschen schwierig, das jetzt alles so ein bisschen umzusetzen. Aber das Thema ist noch nicht ganz durch. Wir sind jetzt, ich habe am Wochenende noch mal 2, 3 Tage, wo ich nach Hause fahren kann. Wenn der kleine Mann natürlich Ferien hat, dann kommen sie runter und dann verbringen wir die ganze Zeit zusammen. Aber das Thema ist noch nicht ganz durch. Also wir sind da eventuell guter Hoffnung, dass wir vielleicht um die, also Weihnachten rum, ob wir da noch mal was anderes stemmen können. Aber da bin ich täglich in Austausch mit meiner Frau. Sie haben ja einen 2-Jahres-Vertrag, insofern kann man sich ja dann auch ein bisschen was aufbauen, dementsprechend, sofern man das im Sport kann. Stimmt, aber jeder weiß, wie der Sport funktioniert, ist ja sehr schnelllebig und wenn einer rausgeschmissen wird, dann ist der Trainer, nicht die Spieler, also von daher so safe ist es dann auch wieder nicht. Wie groß ist Ihr Ehrgeiz, auch mal Cheftrainer zu werden? Sehr groß. Ja, na, gut, da brauche ich ja nicht lügen. Nein, natürlich möchte ich das mal werden. Und ich möchte auch irgendwann mal hoch in die DEL, also das ist jetzt alles kein Geheimnis, aber man hat mir hier die Chance gegeben, mich weiterzuentwickeln und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und Jason und ich, glaube ich, wir machen eine gute Arbeit, wir verstehen uns super, wir denken gleich und das passt zwischen uns. Und auch hier mit der Stadt Heilbronn habe ich mich wirklich super angefreundet, die haben mich hier super aufgenommen, viele Bekanntschaften direkt am Anfang gemacht und nein, das ist ein super Fleck. Jetzt haben Sie Jason Morgan angesprochen. Sie wurden ja als Co-Trainer vor dem Coach verpflichtet. Wer muss sich denn da nach wem richten? Ich sage, wir arbeiten sehr gut zusammen. Nein, Jason ist schon der Chef, so ist es nicht. Ja, das war letztes Jahr ein bisschen, ich sage jetzt mal, untypisch, dass erst der Co-Trainer verpflichtet worden ist. Aber deswegen auch die Gespräche mit Stefan Rapp und vor allem mit den Adler Mannheim, mit Axel Alavara. Und vielleicht eben auch durch die Erfahrung, die ich einfach mitgebracht habe, haben sie gesagt, gut, Schubi, du kommst. Und alles andere haben sie mich ja dann auch mit einbezogen, um eben auch den Cheftrainer zu suchen. Da haben sie mir auch das Vertrauen geschenkt. Also war das dann irgendwie gleich diese Zusammenarbeit da und mit dem Jason 2, 3 Mal telefoniert. Und seitdem läuft alles. Gab es in diesem ersten Jahr dann auch mal schwierige Momente? Gibt es auch mal Konflikte? Wie trägt man die dann aus? Natürlich, also es geht ja nicht alles also perfekt ab. Also wenn man sich die ganze Saisonverlauf anschaut, war jetzt auch ein paar holprige Zeiten mit dabei. Aber auch zwischen mir und Jason, mein Gott, es gibt immer mal Meinungsverschiedenheiten. Aber wir sind 2 gestandene Männer, wir haben frühest gegeneinander gespielt. Ich glaube, da schaut man sich in die Augen, man spricht Sachen an und man klärt die. Und aber es ist alles, ich glaube, das ist völlig normal. Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, im ersten Jahr, da muss man sich ja auch finden. Gab es da auch Momente, wo man so als Duo mal Lehrgeld bezahlen musste? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass selbst ob man jetzt 10 Jahre miteinander arbeitet oder nicht, aber ich glaube, keiner ist perfekt. Jeder Tag ist ja ein neuer Tag zum Lernen. Und ich glaube, das ist ja das Entscheidende, was mache ich, wenn ich Fehler gemacht habe oder wie nehme ich das auf? So, das ist jetzt egal, ob es außerhalb vom Eis ist, ob es privat ist, sondern jeder macht halt irgendwann mal einen Fehler und daraus muss man eben lernen und dafür muss man offen sein. Und nur so kann man sich eben weiterentwickeln. Jetzt haben Sie gerade Heilbronn angesprochen, Sie wohnen hier in Heilbronn. Heute haben wir ja Weindorf-Stadt. Wie empfinden Sie denn eigentlich die Stadt hier? Super, also wie gesagt, Heilbronn hat mich ja auch super aufgenommen. Wirklich, ich mache es immer so ein bisschen scherzhaft. Heilbronn ist ja eigentlich ein Dorf, wenn man in der Stadt lebt, weil innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, kennst du quasi jeden. Aber das Schöne ist, wie nach außen weg doch Heilbronn wirklich wunderschön ist mit den Weinbergen. Da kann man bis immerhalb von 10 Minuten ist man wirklich draußen, man hat seine Ruhe, man kann das wirklich alles genießen. Also es ist schon ein schönes Fleckchen. Was machen Sie in der Freizeit, die Sie dann haben außerhalb dem Eishockey? Wenn ich Freizeit habe, versuche ich sie, ja, zurzeit ist es viel telefonieren mit der Familie einfach, aber natürlich bekommt man eben auch mal ein paar Einladungen. Ratskeller darf ich Werbung machen wahrscheinlich, ja, dass man einen Rainer besucht oder
Es gibt da so viele andere kleine Lokale. Man trifft sich trotzdem auch mal privat, auch mit dem Jason oder mal mit ein paar Spielern. Wie gesagt, die wohnen hier auch alle. Dann zieht man sich, mein Gott, Job ist Job, privat ist privat. Dann kann man trotzdem mal auf ein Käffchen gehen. Also das ist jetzt nicht so dramatisch. Jetzt haben sich die Falken zu Beginn der Saison ein bisschen neu aufgestellt, haben einen Fünfjahresplan vorgelegt, auch mit sehr viel ehrgeizigen Zielen, die da formuliert sind. Als ehemaliger Profi müsste Ihnen ja die Ambition gefallen. Wie sehen Sie diese Ausrichtung jetzt in Falken? Genau richtig so. Also ich glaube, Heilbronn hat wirklich so ein Potenzial, wo man auf jeden Fall viel erreichen kann. Wir müssen es halt auch mal angehen. So, und ich glaube, mit diesem Fünfjahresplan waren wir alle miteinander verstrickt und haben den gemeinsam aufgebaut. Jetzt haben wir es auf Papier gebracht. So, jetzt können wir eben damit auch rausgehen. So, und das Gute ist, das war jetzt Step Nummer 1. Das liegt in dem Buch drin. Jetzt liegt es an allem, dass wir eben die nächsten Schritte machen. Hat man jetzt auch mit diesen Plänen, die man da formuliert hat, es ein bisschen einfacher, auch bei den Gesellschaftern oder bei den Sponsoren mehr Geld zur Verfügung gestellt zu bekommen, um eben auch die Ziele realisieren zu können? Ich hoffe es. Ich glaube, das ist ja noch ein bisschen das Ziel mit dabei, dass man eben genau sagen kann, wo soll die Reise hingehen, was ist der Zeitraum, in welchem Stadium stehen wir jetzt gerade. Und ich glaube, das ist natürlich schon etwas, wo man rausgehen kann, eben auch mit den Gesellschaften, mit neuen Sponsoren, eben auch zu sagen, das ist der Grund dahinter. Hier habt ihr es hier schriftlich und auf Bildern. Lass uns auch gemeinsam eben den Weg gehen. Dazu braucht es natürlich eine entsprechende Mannschaft. Wenn es ums Thema Neuverpflichtungen geht, wer hat da das erste oder das letzte Wort? Wer bringt da die Ideen ein? Kommen die Gesellschaften und sagen, da haben wir einen Spieler gesehen, der würde uns gut passen, und machen Sie es? Macht es der Trainer? Macht es der Manager? Wir haben keinen Manager. Das ist es. Also ist das ein Problem, Sportdirektor, dass Sie keinen haben? Sie haben einen Geschäftsführer, klar. Wir haben einen Geschäftsführer, ja. Ich bin ehrlich, ich sage schon, dass man einen bräuchte. Ja, wir arbeiten immer noch mit den Adler Mannheim zusammen. Wir haben dann, wie gesagt, den Axel Alavara, der hilft uns. Aber im Endeffekt geht es, also ist Axel Alavara, Jason und ich, wir gehen dann auf Suche, machen uns schlau mit ehemaligen Mitspielern, Trainern. Einfach die Kontakte, die man über die letzten Jahre einfach hat, versucht man eben Informationen reinzukriegen. Dann bringen wir die alle zusammen. Und dann wird quasi entschieden, wenn es auch finanziell natürlich passt, das darf man immer nicht vergessen. Dann wird entschieden und dann geht es eben an Marco Merz und der macht den Rest. Jetzt haben Sie die Finanzen angesprochen. Sie haben natürlich jetzt auch vieles erlebt in Ihrer Profikarriere. Wenn man gerade Hamburg angesprochen, das war natürlich eine andere Geschichte, als die Lizenz zurückgegeben wurde. Wie ist da Heilbronn, wenn man auch andere Clubs ansieht? Ist das finanziell solider, was die Gehaltszahlungen angeht? Wie erleben Sie dann den Verein aufgestellt? Sehr gut. Also wirklich, ich muss ehrlich sagen, der Verein, wie der aufgestellt ist, ist schon sehr, sehr, sehr gut. Also muss ich echt sagen, ich bin überrascht gewesen. War natürlich auch für mich Neuland. Aber ich muss wirklich sagen, wie mit diesen 5 Gesellschaften, die wir haben und jetzt natürlich auch mit dem Marco Merz als neuen Geschäftsführer und unsere Büros oben, also die machen wirklich eine super Arbeit. Ich glaube, da kann man jeden einzelnen Spieler fragen, wie gut es ihnen hier geht. Wenn kleine Sachen sind, die oben im Büro, da wird sofort quasi alles in die Wege geleitet, dass das irgendwie geregelt wird. Also von daher, glaube ich, kann ich nur aus meinen persönlichen Erlebnissen sagen, dass hier in Heilbronn, das ist schon wirklich sehr guter, geführter Verein. Dann gehört natürlich auch die Stimmung, die Fans mit dazu. Jetzt haben Sie viel erlebt. Wie empfinden Sie das Fanpotenzial, die Atmosphäre im Eisstadion? Verbesserungswürdig? Also, ich sag mal so, wir hatten ja eben letztes Jahr auch noch eben dieses Corona-Jahr. Das darf man alles nicht vergessen. Dann gab es ja auch einen kleinen Zwischenfall mit einer Busreise, die wir hatten. Ich kann drüber lachen, viele nicht, aber ich glaube, nein, natürlich wünscht man sich ein volles Haus. Also ich glaube, wir haben schon noch ein paar Plätze frei im Spiel, pro Spiel. Die würden wir natürlich gerne voll machen. Trotzdem darf man nicht vergessen, wo wir uns gerade befinden. Es ist immer noch Corona am Start. Also ist alles nicht so leicht. Aber natürlich, die Fans, die da sind, finde ich super. Sie sind auch ehrlich zu dir. Die sagen es dir auch eiskalt ins Gesicht, wenn sie nicht glücklich sind. Und ich bin immer wieder gerne da. Und das wissen auch einige Fans. Man kann sich mit mir gerne hinsetzen, diskutieren, also bin ich immer offen für. Also deswegen finde ich schon, dass wir eine sehr gute Fanbase haben.
Also muss der Stadionsprecher nicht noch mehr einheizen, damit die Stimmung noch ein bisschen... Nein, alles so. Ich glaube, wir haben wirklich, da haben wir schon ein paar Jungs da oben, die wirklich gut einheizen. Aber Sie haben ein wichtiges Thema angesprochen, das erlebt man ja auch selbst. Es gibt viele Fans, die seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich mit dabei sind. Und, aber das Ziel muss natürlich auch sein, neue Fans anzusprechen. Ne? Heilbronn ist eine boomende Studentenstadt, 10.000 Studenten. Wie kann man denn so jetzt nach und nach neue Zuschauerschichten anlocken und das Eishockey da noch ein bisschen attraktiver zu machen? Ich glaube, auch da machen wir eigentlich jetzt den nächsten richtigen Schritt, eben genauso die Universitäten anzusprechen, ob wir da vielleicht noch mal ein paar Leute einfach mehr ansprechen können, ins Stadion zu kommen. Aber ich glaube auch, es geht ja, wenn man andere Sportvereine mit einbezieht, so, und auch mit denen irgendwie schaut, dass man, wir kommen zu euch, ihr kommt zu uns, lasst mal die Fangruppen sich treffen, wie auch immer. Ich glaube, da sind wir schon auf dem richtigen Weg, aber es muss natürlich nicht nur immer um ein Spiel gehen, sondern es soll ja Langfristigkeit da sein. Und ich glaube auch da mit dem neuen, mit der neuen Zielauslegung, die wir haben, glaube ich, ist das auch integriert, eben zu sagen, wie können wir eben mehr, sagen wir mal, neue Fans eben ins Stadion kriegen, aber langfristig. Mhm. Jetzt war der Halbfinaleinzug im Vorjahr der größte Erfolg seit fast 15 Jahren. Steigt da die Erwartungshaltung gleich zu stark wieder an? Von wem? Von den Fans, von den Zuschauern, von den Sponsoren? Vielleicht. Aber es ist ja auch genau, warum wir diesen Job machen. Also natürlich haben wir einen Erfolg geschaffen, letztes Jahr ins Halbfinale zu kommen. Aber wir haben nichts gewonnen. So, das darf man einfach nicht vergessen. Wir sind nur die letzten vier gekommen. Okay, Gratulation, aber wir haben keinen Cup, wir haben keine Meisterschaft, nichts. Also ich glaube, das war ein guter Start. Man darf nie vergessen, wo wir hergekommen sind. So, und ja, wir haben mit Dresden eine Mannschaft gehabt. War es eine Überraschung? Für mich nicht, weil ich wusste, dass wir können genauso mitspielen. Aber unser Ziel muss es ja sein, nicht in die letzten vier zu kommen, sondern langfristig zu denken und sagen, irgendwann wollen wir diesen Cup nach oben halten. Jetzt haben wir schon eine Zuschauerfrage, gerade direkt von YouTube reingekommen. Wo stehen denn die Falken am Ende der Hauptrunde? Müssen in die Glaskugel gucken? Tja, ich denke mal... Oder gibt es so eine Zielsetzung, dass man sagt, okay, Platz 6, dass man die Pre-Playoffs vermeidet oder gleich Platz 4, dass man das Heimrecht hat? Ich glaube, wenn man sagt, unter die ersten sechs, dann sollte uns auf jeden Fall unser Ziel sein. Also unten drunter nicht. Hatten wir aber letztes Jahr genauso. Also von daher, viel Verletzte, viele Jungs, die nach Mannheim mussten, haben es trotzdem geschafft. Also ist es was Schlechtes, in den Pre-Playoffs zu spielen? Ich weiß es nicht. Also auch da, natürlich sagt der Geschäftsführer Marco Merz, also kommen wir bitte in die ersten vier, dann habe ich mehr Heimspiele, alles klar. Kann es aber auch nicht versprechen. Aber unser Ziel ist auf jeden Fall, dass wir in den ersten sechs reinkommen. Die Konkurrenz schläft ja nicht. Alle wollen in die Playoffs, einige wollen auch in die DEL1. Sie haben es gerade angesprochen, wird es härter heuer für die Falken? Wenn Sie mal die Konkurrenz jetzt auch mal so beobachten, Sie sind ja da viel näher dran. Na, einfacher wird es auf gar keinen Fall. Also ich glaube, letztes Jahr gab es natürlich schon einige Vereine, die gesagt haben, gut, Heilbronn, ja, schauen wir mal, es könnte vielleicht so ein bisschen einfacher werden, aber im Endeffekt haben sie sich dann auch alle getäuscht. Also es wird keine leichten Gegner geben. Natürlich sind wir jetzt auch angekommen, also was ist angekommen, aber die alte Mannschaft, die wir hatten, ist ja fast zu 90% gleich, was wir dieses Jahr haben. So, und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Das heißt, viele fühlen sich wohl, wir waren erfolgreich, jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen. Also es geht natürlich jetzt jedes Wochenende, jedes Spiel, da wird die Gegner sagen, alles klar Jungs, passt bitte auf die auf. Deswegen wird es auf jeden Fall nicht einfacher. Aber das ist ja genau das, warum wir diesen Sport machen. Wir wollen ja diese Challenge haben, um uns eben zu beweisen, dass wir eben auch dahin gehören. Jetzt haben Sie das Thema der Kooperation mit den Adler Mannheim angesprochen. Kann ja Fluch oder Segen gleichermaßen sein, wenn Sie oftmals nicht wissen, welche Spieler stehen mir am Wochenende zur Verfügung. Wie bereitet man da eine Mannschaft auf ein Spiel vor? Ja gut, wir können nur mit dem arbeiten, was wir hier haben. Und so bereiten wir uns eben auch vor. Alles andere, was dann aus Mannheim runterkommt zu uns, ist Fluch oder Segen. Natürlich für uns ist es ein Segen, weil wenn man sich anschaut, was für Spieler wir eigentlich kriegen, sind ja eigentlich die besseren Nachwuchsspieler noch, die es in Deutschland gibt. Also heißt es, die kann man eigentlich in jede Situation reinschmeißen. Ist es immer einfach für die Jungs aus Mannheim, die zu uns kommen und auf einmal bei uns mitspielen wollen? Auf gar keinen Fall. Also man muss sich das auch mal so überlegen, ist das immer so richtig? Aber wir sind froh, dass wir sie haben. Wir sind froh, dass wir sie ausbilden können. Wir haben letztes Jahr gesehen, wir hatten auch wieder ein paar Jungs,
die jetzt eben auch den Schritt in die DL geschafft haben. Und also heißt, dass wir den Jungs auch das Vertrauen geben, sich weiterzuentwickeln. Die vertrauen uns als Trainern zu sagen, was positiv, negativ ist, arbeite daran. Und deswegen sind sie jetzt da, wo sie jetzt sind. Wenn man einen Blick auf die neue Saison richten, die nächste Woche anfängt, gibt es da Veränderungen auch, wenn Sie jetzt an die Zusammensetzung der Reihen anschauen oder eben auch, Sie haben es gesagt, die Special Teams, Überzahl, Unterzahl, ändert sich da was im Vergleich zum Vorjahr? Ja gut, wir haben ja trotzdem 4 neue Spieler bekommen. Also die 4 sind ja auch bei uns so angesetzt. Der eine ist Mittelstürmer, ein neuer Kanadier, den wir bekommen haben. Der wird auf jeden Fall Überzahl spielen. So ist auf jeden Fall am Anfang mal gesetzt gewesen. Und jetzt haben wir einen Spieler zum Beispiel bekommen aus Mannheim, einen Mühlbauer. So, der muss auch reinkommen. So, das war auch am Anfang ein bisschen schwierig für ihn, aber jetzt hat er sich gefunden, er fühlt sich wohl und der kämpft, dass er eben wieder nach oben kommt. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen in jedem Training, in jedem Spiel, wir wollen sehen, ich möchte. Und das ist aber genau den Ansporn, den wir aber auch an alle Jungs haben. Nicht nur die, wo letztes Jahr hier waren, sondern auch für diese Saison. Weil jetzt haben wir einen Kader, auch ein paar mehr Spieler und jetzt kannst du wirklich sagen, es werden um die Plätze gekämpft. Und das sieht man und man sieht das im Training und auch in den Spielen, wie die Jungs da wirklich Gas geben. Jetzt haben Sie jetzt das angesprochen, der 5-Jahres-Plan der Falken. Der sieht ja auch vor, dass man irgendwann die DEL1 anstrebt. Ist es tatsächlich in Heilbronn machbar, wenn man sich die Infrastruktur anschaut, wenn man sich das Stadion anschaut, man sieht nur eine Eisfläche? Ist das wirklich ein realistisches Ziel oder muss man sagen, also wenn es kein neues Stadion gibt, ist das eigentlich gar nicht umsetzbar? Ja, man muss auch ehrlich sein, mit dem Stadion wird es nicht möglich sein. Also ich glaube, das weiß auch jeder. Infrastruktur, klar, ich weiß ja nicht mal, ob es einen Platz geben würde. So vertieft bin ich in den Planungen noch nicht. Ich sage noch nicht. Nein, aber ich denke mal schon, dass Heilbronn da wirklich auch eine Stadt wäre. Du hast die Autobahnzufuhr, du hast ja wirklich alles da. Du könntest mit Sicherheit, wird es Möglichkeiten geben. Klar, muss man jetzt erstmal den langfristigen Plan erstmal anfangen, aber den auch umzusetzen, das dauert ja noch mal länger. So, und wenn man eben aber dann auch die Geldgeber hat, oder nicht nur Geldgeber, sondern das Geld an sich, zu sagen, man baut ein neues Stadion mit einer zweiten Eisfläche für Nachwuchs, was extrem wichtig ist. Nochmal, Heilbronn ist ja wirklich auch ein Fleck, wo ja wirklich auch sehr viel Geld ist mit Unternehmen. So, und wenn man da jetzt mal sagen könnte, wir packen alle zusammen, lass uns hier mal wirklich was aufbauen. Wir schauen uns die Universitäten an, was hier alles gebaut wird. Das ist 1A. So, warum nicht weiter mit dem Sport? Und dann hast du Hoffenheim, Stuttgart, Mannheim. Dann hast du hier wirklich in Baden-Württemberg eine richtig gute Sportinfrastruktur. Und neues Stadion hieß ja auch, dass es energetisch ganz anders ausgelegt wäre als die jetzige Halle. Das muss man natürlich auch sagen. Wenn Sie über den Tellerrand rausblicken, diese aktuelle Energiekrise, bereitet Ihnen das auch ein bisschen Sorge? Spricht man da auch drüber? Weil natürlich, wenn die große Politik sagt, irgendwann, wenn es zu wenig Gas gibt, müssten vielleicht Hallen geschlossen werden, eben auch so energieintensiv wie die Eisstadien. Und dann wäre es natürlich von heute auf morgen rum. Ja, wir sehen es ja jetzt schon, dass kleinere Vereine, sage ich mal, die noch eine Liga drunter spielen in der Oberliga, wo die Städte gesagt haben, nee, ist nicht, weil wir können uns das nicht leisten. Also ja, es schwirrt schon in meinem Kopf rum, mache ich mir auch wirklich Sorgen drum. Stand jetzt, was ich weiß, ist alles noch okay. Ich hoffe, dass es so bleibt, aber man darf einfach nicht vergessen, in welcher Zeit wir gerade sind und es kann jeden treffen. Also es kann wirklich jeden treffen und dann müssen wir schauen. Jetzt haben Sie in Sachen Vorbereitung auch mal was Neues gemacht. Ihr hattet ein Wochenende in Saas-Fee oder ein paar Tage in Sachen Teambuilding. Wie lief das denn ab und wie hat sich die Mannschaft da gefunden? Ich fand, also Saas-Fee war ein absoluter Traum, muss ich ehrlich sagen. Nein, auch von der Mannschaft her, wir hatten ja noch unser Spiel gegen Klagenfurt zu Hause und sind dann direkt mit dem Bus losgetigert. War noch kurz vor Saas-Fee da und hat sich herausgestellt, dass wir durch den Tunnel nicht durchpassen. Da musste noch mal einen kleinen Umweg fahren. Aber nein, es war für die ganze Truppe, auch für uns, für die Mitarbeiter, die alle dabei waren, das war ein tolles Erlebnis. Also es hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube, da ist die Mannschaft wirklich noch mal zusammengeschweißt worden. Und wir hatten tolle Attraktionen, was wir da gemacht haben. Über den Gletscher laufen oder am nächsten Kletterparken, irgendwelche Felswände runter. Mulmig, wenn man über Gletscher?
läuft. Wie bitte? Wird es einem da nicht mulmig, wenn man über Gletscher läuft? Und ja, ja, ein paar haben sich da, hatten schon einen kleinen Streifen, glaube ich, in der Unterhose. Also, ja, man muss sich das mal vorstellen, man geht durch so einen Gletscherspalte drüber, da geht es 30 Meter runter und du siehst nichts mehr. Ja, ja. Und dann gehst du da mit deinen Spikes drüber. Also es ist schon, war schon ein bisschen Nervenkitzel mit dabei. Ist schon herausfordernd tatsächlich. Sie haben es jetzt angesprochen, Team Spirit. Kann man das vergleichen, wenn Sie andere Mannschaften, andere Jahre anschauen? Ist das jetzt heuer einfacher gegangen, schneller gegangen? Gerade weil man eben wenig Wechsel hat. Ja. Also man muss das sich von der letzten Saison, wenn man sich überlegt, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, waren 4 Spieler von der Saison davor da. Jetzt haben wir 4 neue nur. Also es hat ja letztes Jahr auch ein bisschen gedauert, weil wir so viele neue hatten, dass die sich gefunden haben. Jetzt war es natürlich einfacher. Jeder kannte den anderen schon, jeder weiß, wie er tickt. Und jetzt waren es nur noch 4, die man integrieren musste. Also von daher war das schon einfacher. Und wir als Trainer wussten natürlich auch, wie wir das Trainingslager angehen können. Da war nicht mehr viel Gerede, da war nicht mehr das, sondern auf geht's. Und da hast du eben die ganzen Jungs vom letzten Jahr gehabt, die sind voranmarschiert. Und so, dann macht es auch, dann kannst du auch richtig gleich mal Gas geben und das, so soll es ja auch sein. Jetzt stellen sich die Fans die Frage, warum nur 4 Vorbereitungsspiele? Wollten sie nicht mehr, brauchen sie nicht mehr, gab es der Plan nicht her? Boah, das ist natürlich immer so, warum 4? Na ja, gut, es gibt andere Vereine, warum 8? So, kann man jetzt drüber streiten. Wir haben ja auch bewusst, also für dieses Jahr 4 gesagt, weil, wie gesagt, die Mannschaft kennt sich ja. So, und wir konnten ganz anders in unsere Trainingsvorbereitungen einsteigen. Es gab natürlich eben auch Spiele, die haben wir auch genauso ausgesucht. Warum? Weil wir eben Sachen probieren wollten. So, und gut, das erste Spiel, Weiden, gut, wenn man das Tor nicht trifft, kann man nicht gewinnen. Dann geht es halt weiter. Bietigheim ist Bietigheim. Derby, ja. Kids Day, super Sache. 5-4, okay, war nicht verkehrt. Aber wir haben gewusst, was mit Klagenfurt kommt. So, und da wollten wir eben auch mal sagen, so Jungs, so spielt man auf einem anderen Level. Mal schauen, wie ihr darauf reagiert. Das war uns klar, dass wir eine Überraschungsmannschaft sein können, das wissen wir alle. Aber wir wussten in Klagenfurt, sind wir mal ehrlich, sollten wir eigentlich nicht. Wenn wir da gewonnen hätten, sage ich, okay, Respekt. Aber es ging einfach nur um die Schnelligkeit. Es ging einfach mal zu zeigen, vor allem unseren jungen Spielern, was für einen Unterschied es eigentlich noch gibt zwischen erster Liga und zweiter Liga, und deswegen war es eigentlich schon so geplant. Also dann sind die Ergebnisse auch nachrangig in dem Fall aus Ihrer Sicht. Völlig wurscht. Gut, dann sind wir auf der Zielgerade sozusagen. Es hat sich auch in der Organisation einiges verändert bei den Falken. Sie haben es schon angesprochen mit dem Geschäftsführer und jetzt mit dem Eventmanager, der noch mit hinzugekommen ist. Viele neue Themen. Mhm. Wie ist da Ihr Eindruck? Wie hat sich das eingespielt? Wie ist da die Entwicklung? Ja, mit Marco Merz haben wir, glaube ich, auch an, der ist ja echt nur jung, 28 Jahre alt, ein. Das ist wahrscheinlich auch für ihn erstmal neu gewesen, erstmal viel gewesen, aber ich glaube, er hat sich da richtig gut reingearbeitet. Nein, wir stehen im regelmäßigen Austausch. Da läuft, also aus meiner Sicht, bis jetzt alles gut. Natürlich gibt es auch mal ein paar Punkte, die von uns sportlicher Seite zu ihm kommen. Und da findet man eine Lösung. Aber ich glaube auch im Eventbereich, Kevin, der ist jetzt neu dabei. Die ersten Spiele haben doch alle gut geklappt. Und auch da gibt es natürlich immer wieder Verbesserungssachen. Aber ich glaube, gibt immer noch ein bisschen Zeit und dann wird das schon. Apropos Event, das müsste ja Ihrer bayerischen Heimat entgegenkommen. Eine Almhütte wird jetzt auf dem Stadiongelände angebracht, aufgebaut. Warum? Was hat es damit auf sich? Ja, ich glaube, es ist auch immer wieder schön, wenn man auch nochmal andere neue, sagen wir mal, Eventbereiche anbieten kann. Und ich glaube, so eine Almhütte ist immer was Schönes. Da fühlt sich, glaube ich, jeder wohl, egal wo man herkommt, aus Norddeutschland oder aus dem Süden, hat doch einen ganz anderen Flair. Und ich glaube, das sind natürlich Sachen wie mit Weihnachtsfesten, mit was auch immer, was man machen will. Finde ich eine tolle Sache. Ich freue mich, wenn die Hütte bald da ist. Da werde ich mich mit Sicherheit mal persönlich anschauen. Und sicherlich auch die Zuschauer, diejenigen, die das dann auch mit dem entsprechenden Ticket lösen können. Und auch, wie wichtig ist, dass die Falken auch in der Stadt sichtbarer werden? Das ist ja der nächste Schritt, wenn die Geschäftsstelle hier in die Innenstadt kommt, mitten rein. Super, wirklich hervorragend. Ich finde auch die Location, wo sie gefunden haben, genau mitten in der Stadt. Ich glaube, das ist genau das, was uns so ein bisschen gefehlt hat wie die letzten Jahre. Viele haben gar nicht gewusst, ja okay, es gibt ein Eisstadion irgendwo, aber was passiert da? Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir eben auch in der Stadt
präsent sind, mit der Geschäftsstelle und mit dem Fanshop und was es vielleicht nicht alles geben soll, eben auch Tickets mal in der Stadt zu kaufen, wenn einer nur vorbeigeht. Und nein, ich finde das eine super Sache und ich glaube, dass das auch wirklich positiv ankommen wird. Man will ja auch neue Schritte gehen, auch in der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen. Haben wir ja auch, also ob es die Handballer sind von Hordeheim oder Neckarsulm, dass man da künftig eben auch einen Schulterschluss auch der Profi oder der ehrgeizigen sportlichen höherklassigen Teams findet. Besser geht's auch gar nicht. Das ist doch genau, Sport ist Sport. Es ist mal wirklich egal, in welche Sportart es sich geht, sondern der Sport verbindet, das ist Leidenschaft, da gehört Herzblut mit dabei und das, ich glaube, wenn man sich da verbinden kann, ist das, glaube ich, wirklich eine super Sache. Ist das Eishockey insgesamt noch die Mannschaftssportart Nummer 2 nach dem Fußball oder sind da Handball und Basketball mittlerweile fast schon vorbeigezogen? Ich persönlich sage, Eishockey ist 2, aber man sieht es ja selber, jetzt ist Europameisterschaft, Basketball, schau dir dazu. Handball, Europameister, Weltmeister, wie jeder Handballfan. Also ich glaube, Eishockey, da stehen die Leute bei der Olympiade um 4 in der Früh auf. Also ich glaube schon, dass einfach das Deutschland an sich ein Sportturnierwelt ist. Weil sobald irgendwelche großen Events sind, sind die Fans auch da. Aber ich würde schon sagen, wenn man so das Ranking anschaut, dass Eishockey auf von Nummer 2 ist. Jetzt haben wir es gesagt, letzter Test in Regensburg. Morgen erstmal sollen alle gesund bleiben und ein gutes Spiel abliefern. Und dann geht es die Woche drauf in Lausitz los und dann gegen Kaufbeuern. Mit wie vielen Punkten starten die Falken in die Saison? Oha, ja. Gut, dass das Spiel morgen noch nicht dazu zählt. Jetzt haue ich einen raus, 6. 6 Punkte. Das ist super. Also werden die Kollegen natürlich, haben sie schon die richtige Überschrift, bevor die Saison losgeht. Wir werden in der Stimme natürlich ausführlich berichten, haben nächste Woche auch eine Sonderveröffentlichung. Vielen Dank, dass Sie gestellt haben. Gerne. Offen, ehrlich, gerade raus. Und wir wünschen Ihnen und den Falken natürlich eine tolle, sportlich erfolgreiche Saison. Und super. Freuen uns aufs Wiedersehen. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Schön, dass Sie auch mit zugeschaut haben und rege mitgemacht haben. Und wir können schon mal sagen, der nächste Gast, der wird dann der Intendant des Heilbronner Theaters sein, Axel Vornahm. Der ist dann kurz vor Beginn der neuen Spielzeit bei uns zu Gast und wird dann über den Spielplan und vor allen Dingen auch über die Herausforderungen, die die Kunst und Kultur haben, in diesen schwierigen Zeiten hier berichten. Auch Ihre Fragen, wie immer, unter der eingeblendeten Adresse schon im Vorfeld an uns schicken. Insofern freuen wir uns auf die nächste Sendung und freuen uns auch, wenn Sie wieder mit zuschauen. Bleiben Sie gut informiert. Bis zum nächsten Mal.